Carsten? Hörst du mich? Ja, es war meine Schuld. Es war meine Schuld. Ich habe den falschen Output gewählt. Deswegen haben wir dich nicht gehört. Moni, er war schuld. Hallo, lieber Carsten. Ich weiß nicht, ob du den Stream gerade offen hast, aber ich habe vor mir ein gekochtes Ei stehen und Maggi. Ich würde, bevor wir die Günther Jauch 2.0 Runde hier spielen, das zum ersten Mal probieren in meinem Leben. Schatz, komm mal schnell her, bitte. Es ist soweit. Ich muss allerdings sagen... Jetzt kommen beide. Jetzt kommt Emma und jetzt kommt Moni. So, jetzt pass auf. Hallo Mike Moni, hallo Emma, hallo, wie geht's? Pass auf, ich habe... Also Froni hat das für mich gemacht, weil wir beide noch nie... Also wir kochen eigentlich nie Eier. So, ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr flüssig. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Neben mir sitzt der Lugi. Der hat auch das gleiche vor sich stehen. Wie mache ich das denn ab? Ja, du musst jetzt versuchen, da an der Risskante halt hochzuziehen und hoffen, dass nicht alles rauskommt. Hä, wie soll ich das denn machen? Nein, nicht so. Da, du köpfst das Ding mit dem Messer. Ich hab nur einen Löffel. Das ist halt, bei Lugi ist es komplett flüssig, Leute. Das Ei ist eh schon gerissen, Carsten. Also, da ist eh schon komplett einmal außenrum gerissen. Alter, mach die Scheiße jetzt hier ab, ey. Oh, so, ich hab's. Alter, das ist ja flüssig. Ja, hätte er noch ein bisschen gebraucht. Aber nein, so. Ist besser als... Okay, ich hab den Deckel ab. So, Carsten, ich nehme jetzt Maggi. Ich zeig's in die Kamera. Wie viel mache ich da drauf? Ja, mach einfach einen Tropfen und dann nimmst du einen Löffel und legst du los. Probier mal. Ja, warte mal, einen Tropfen. So? Ja, ich sehe es ja nicht. Drei Tropfen. Passt. Ja, wenn dann richtig vier. So, vier Tropfen Maggi ist drin. Übertreiben. Ja, ich muss ja was schmecken. So. Leute, das erste Mal in meinem Leben wirklich Ei mit Maggi. Wenn ich kotze, Carsten, bist du schuld. Da gibt es die schweren Fragen bei der Millionär. So, gut raus. Okay. Oh Gott, ist das flüssig? Schmeckt wie Suppe, ne? Ja, schmeckt halt wie Ei mit Maggi. So, das schmeckt wie Ei mit Maggi. Schmeckt echt nicht so schlecht. Ach nein, ehrlich? Das ist voll okay, ja. Das Ei ist komplett roh. Nee, also das schmeckt ja echt gar nicht so schlecht. Das ist wie so eine Eisuppe. Schatz, er ist jetzt begeistert. Er sagt, das schmeckt wie Ei. Also mit Maggi. Das ist echt, also kotzen werde ich nicht. Nee. Also ich hatte schon zwei davon heute Morgen. Das ist echt, das ist, also dann nehme ich mein Urteil zurück tatsächlich. So. Hätte ich das schlimmer gedacht. Siehst du, es ist so wie Oma gesagt hat. Man muss es erst mal probieren. Ich gebe auch Oma Edith recht. Okay. Das ist echt okay. So, pass auf. Wer wird Millionär? Kannst du hier online zocken. Ich stelle dir die Fragen einfach. Du hast vier Joker. B, immer B. Wir spielen natürlich die Risikovariante. Ich muss kurz warten, bis einmal der Werbung durchläuft. An dem mehrmals täglich nicht nur frisch, sondern auch bio gebacken wird. Ach, was Deutsch. Hast du Löffel abgegeben, oder? Ja, das echte Bäckerqualität. Der Lugi hat auch komplett gegessen. Du willst wissen, wo dieser Ort ist. Ist doch lecker. Zunächst einer für alles. Alles weich wäre. Ich hab's ja nicht gesehen, aber wenn es wachs weich wäre. Nee, war's nicht. Okay, pass auf, Carsten. Du hast vier Joker. Ja. Wie bekannt. Einmal den 50-50. Einmal darfst du jemanden anrufen. Dann können wir gerne... Ja, jetzt fang an da, ich weiß. Ja, warte. Und du hast den Publikums-Joker. Dein Publikum ist der Twitch-Chat. Wir haben gerade 175 Zuschauer. Da machen wir eine Abstimmung und die Leute können abstimmen A, B, C, D. Und du hast einmal den Joker, dass du einen aus dem Chat fragen... Und dann was dazu sagen. C. Ja. Du hast einmal den Joker, dass du einen aus dem Chat fragen kannst. So, wir legen aber mal los. 50-Euro-Frage, ja? Ja. Lautet. Ah, du hast schon gesehen. C, okay, wer da? Alles klar. Nein, ich habe einfach nur gesagt, ich sehe es doch nicht. Hör mir doch mal zu, ich habe nur das Telefon auf. Okay, pass auf. Die Frage lautet, wie heißt der Fußball-Bundesligist aus Bremen? Was das? Wie die? Wer der? Warum darum? Also, als Hamburger sage ich, warum darum, aber Werder. Okay, 50 Euro sind schon mal dir. Übrigens gab es eine kleine Wette hier vorher, das will ich dir noch mitgeben, ob du es schaffst, bis zur 32.000 Euro Frage zu kommen, also die richtig zu beantworten. Und, ich sag mal so, 76% sagen, du schaffst das. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen Druck. Ja, wollte ich immer so mitgeben, ne? 100 Euro Frage.
Einer beliebten Redewendung nach passt ein Pilz immer noch zwischen A. Deckel und Filz, B. Leber und Milz. Leber und Milz. Ich brauch gar nicht vorlesen, ey. C. Ist richtig, 100 Euro. Boah, ich lass das heute krachen. Herr Spengemann, was haben Sie mit dem Gewinnspiel davor? Ja, ich kauf mir Dolphins-Merch. Bei TARS.com, jetzt bestellen. Bei TARS.com. Okay, 200-Euro-Frage. Was sieht zwar gut aus, bringt aber nichts ein? Mike Stiefelhagen. Also, das muss jemand flippen. Das will ich unterschreiben. Allerdings ist das hier keine Antwortmöglichkeit, sondern A ist fleischlose Mathematik, B ist alkoholfreie Chemie, C ist brotlose Kunst und D ist laktosefreie Biologie. Sind wir wieder bei Mike Stiefelhagen. Brotlose Kunst. Der war wirklich gut. Brotlose Kunst. 300 Euro. Die aufgeregt. Ich merke schon. Die Eltern des Bundesinnenministers, in Klammern 2020, haben ihren Sohn kurz nach der Geburt offiziell durch den Kakao gezogen, an den Pranger gestellt, in die Nesseln gesetzt oder zum Horst gemacht. Zum Horst gemacht, ne? Ja, schade. Das ist auch richtig. 300 Euro schon. Ist ja bekanntermaßen der gute Horst Seehofer, ne? So, jetzt die 500-Euro-Frage. Dann kannst du schon nicht mehr auf Null fallen. Wie leben viele Igel und Wildbienen? Skat, Solitär, Romé, Mau Mau. Oh. Nochmal. Wie leben viele Igel und Wildbienen? Skat, Solitär, Romé oder Mau Mau? Also in der Biologie gibt es tatsächlich Solitär. Also das sind so zum Beispiel Ziermotten, die leben so. Das weiß ich noch aus dem Biologieunterricht. Aber Igel sind auch solitäre Tiere, also Solitär. Und das ist richtig. 500 Euro sind dir sicher. So, meine Damen und Herren. Kannst du viel Dolphins-Merch kaufen. 1000 Euro Frage. Möchtest du das vielleicht auch erklären, was Solitär ist? Also ich als alter Biologie-Leistungskursler, die leben nicht sozial, die leben einzeln. Genau, das hat der Chat auch gerade geschrieben, alleine lebend. Ja. So. Wie, also ja. Quasi wie Bambi. Bambi ist solitär, Leute. So. 1000 Euro Frage. Was schmückt fast jede gute Zigarre? A. Sockenhalter. Warte. A. Sockenhalter. B. Vatermörder. C. Bauchbinde. Oder D. Keuschheitsgürtel. Ja, Bauchbinde. Banderole, Bauchbinde. So. Das ist richtig, 1000 Euro. Alter, das ist wieder ein Durchmarsch hier. Ist ja, bist ja die Kansas City Chiefs. 2000 ja. Euro Frage, Emma Holmes. 2000 Euro. Eigentlich als beendet erklärt, baute Stephanie Meyer ihre Vampirsaga mit dem aus mit dem Titel bis A. zum ersten Sonnenstrahl, B. zu den dritten Zähnen, C. zum nächsten Mal, D. einer Hold. Und bis ist quasi B-I-S und dann in Klammern noch ein S. Bis zum ersten Sonnenstrahl. Warte mal, das ist doch diese Twilight-Shit-Scheiße, ne? Da darfst du mich nicht fragen. Ich bin neutral, ich würde es wissen, aber ich sag's natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das kann sein. Jetzt nochmal die Frage, weil ich sehe sie nicht. Ich muss sie hören. Wie heißt der Titel der weitergehenden Vampirsaga von Stephanie Meyer? Bis zum ersten Sonnenstrahl, bis zu den dritten Zehen, bis zum nächsten Mal, bis einer heult. Bis zum ersten Sonnenstrahl, bis zu den dritten Zähnen, bis zum nächsten Mal oder bis einer heult. Ich kann es auch per WhatsApp, per Bild schicken, wenn du... Bis zum ersten Sonnenstrahl. Okay. Ist ja logisch, also weil dann sind Vampire ja tot. Auch das ist richtig. Alter, das ist ja kein Joker bisher benutzt worden. 4000 Euro. Wer auf der Bühne Eindruck schinden will, spielt vielleicht eine Gitarre mit Einfachauge, Doppelhals, Dreifachbein, Vierfachfuß. Doppelhals. Frag mal, wie heißen sie noch? Dire Straits. Der Typ hat immer eine geile Gitarre gehabt aus Metall mit zwei Hälsen. Oh, ich glaube, das ist richtig. Warte, Doppelhals ist, ja, 4000 Euro. Jetzt müssen die Fragen ein bisschen schwerer werden, Leute.
Die 8000-Euro-Frage. Welches Zeichen benutzten die alten Römer, um die Zahl 500 darzustellen? A, B, C oder D? Welches Zeichen? A, B, C oder D? Genau, also das sind, also A ist A, B ist B, C ist C, D ist D. Welches Zeichen benutzten die alten Römer, um die Zahl 500 darzustellen? Haben sie das, den Buchstaben A benutzt, den Buchstaben B? Es ist das D. Sicher? Ganz sicher. Möchten Sie einloggen? Ich möchte einloggen. Nee, soll ich das einloggen? So rum geht's. Soll ich das einloggen? Ja, Günther, wohl lock die Scheiße jetzt ein da. Okay, Scheiße ist eingeloggt. Ist richtig. Wahnsinn, ey. 16.000 Euro. Ich habe ein Gefühl, das könnte ganz weit gehen hier. 16.000 Euro. Wie wird ein zentrales politisches Projekt der US-Regierung 2010 kurz genannt? Oh, das ist jetzt schwieriger. Nochmal. Ja, nochmal die Frage. Wie wird ein zentrales politisches Projekt der US-Regierung 2010 kurz genannt? A. Biden Peace. B. Clinton Tax. C. Obamacare. Oder D. Kerrygold. Obamacare. Scheiße, ich glaube, das ist wieder richtig. Ja, 16.000 Euro. Okay. Wenn du die Frage richtig hast, Carsten, hast du die Wette schon bestanden. 32.000 Euro. Jetzt bin ich aufgeregt. Frank? Ich kann nicht mit Druck. Du bist Tom Brady. Frank? Ich bin Kirk Cousins jetzt gerade. Ist aber nicht Montag. Also, Frank O'Gary ist ein bedeutender zeitgenössischer Architekt, Astronom, Affenforscher oder Archäologe? Ha, das weiß ich sogar. Das weiß ich sogar. Wie geil ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Frank O'Gary. Frank O'Gary hat zum Beispiel Düsseldorf den Hafen gebaut. Da steht ein ganz geiles Haus. Das ist sieht aus, als wenn da einer im Suff die Häuser gezeichnet hätte. So mit leicht eingedrehten Fenstern und so weiter und so fort. Der Mann ist Architekt. Alter, auch das ist richtig. 32.000 Euro. Wir schicken dich wirklich denn, Carsten. Du holst ja voll viel Kohle nach Hause, ey. So, 64.000. Du müsstest ja zu RTL wechseln, Wink mit dem Zaunfall. Ja, das könnte man hinbekommen, Wink mit dem Zaunfall. Nächste Frage. Was muss man also so früh aufstehen, Wink mit dem Zaunfall? Wir winken uns mit dem Zaunfall nur hin und her. Was gehört nicht zu den drei amtlichen Alphabeten der EU? Nochmal die Frage. Ja, nochmal die Frage. Was gehört nicht zu den drei amtlichen Alphabeten der EU? Was gehört nicht dazu? A, das griechische Alphabet. B, das kyrillische Alphabet. C, das lateinische Alphabet. Oder D, das arabische Alphabet. Das griechische, das kyrillische, das lateinische oder das arabische? Denk, du hast ein 50-50, du kannst einen Chat fragen, kannst anrufen, kannst einen aus dem Chat fragen. Du willst mich doch nutzen. Du hast noch vier Joker, komm. Alter, du nutzt mich doch. Mm-mm. Das ist jetzt unfair von dir. Mm-mm. Also, nochmal. Ja. Was gehört nicht zu den was gehört nicht zu den drei amtlichen Alphabeten? Das griechische, das kyrillische, das lateinische oder das arabische? Das arabische. Willst du einloggen oder willst du noch einen Joker nehmen? Also ich würde den Joker empfehlen. Nein, nimm mal einen Joker. Möchtest du den Chat fragen? Möchtest du wen anrufen oder 50-50? Ich mach mal 50-50. 50-50 Joker? Oh, das Lateinische oder das Arabische? Alter, du stresst mich jetzt richtig. Ja, Wir könnten Roman anrufen. Soll ich ihn anrufen? Das wäre lustig. Er geht nicht ran. Ja, du kannst es versuchen. Soll ich machen? Ja, ruf mal an. Mal gucken. Ich ruf mal einen Roman an, Leute. Herr Motzkus. So, ich mache auf laut. Geh ran. Motzkus?
Guten Morgen, Herr Motzkus. Hier spricht der Herr Mike Stiefelhagen. Fragen Sie nicht warum, aber wir sind gerade bei Twitch Live und spielen Wer wird Millionär? Und der Gast auf dem Stuhl heißt Carsten Spengemann. Und du bist mein Telefonjoker. Okay. Und Carsten Spengemann ist bei der 64.000-Euro-Frage, hat den 50-50-Joker schon verwendet und hat jetzt dich als Telefonjoker ausgewählt, ohne Zeitdruck, ihm zu helfen, Roman. Hast du kurz Zeit? Ja, ich muss bloß mal kurz die Schrauben aus der Hand legen. Ich bin mich gerade dabei, meine Balkonstücke zusammenzuschrauben. Oh, okay. Aber dann, das mache ich natürlich jetzt gerne. So. Wir wollen natürlich keinen Balkonunfall. pass auf, die Frage lautet: Was gehört nicht zu den drei amtlichen Alphabeten der EU? Was gehört nicht zu den drei amtlichen Alphabeten der EU? Das lateinische Alphabet oder das arabische? Da war schon 50-50, ja. Genau, also kyrillische ist weg und was war das andere? Griechisch. Was? Griechisch. Griechisch und kyrillisch ist schon weg. Welches von beiden ist nicht? Nicht. Genau, lateinische oder arabische? Also ich kann mitgeben, dass Carsten die Tendenz hatte zum Arabischen, aber dann sich entschieden hat, nochmal Joker zu nehmen, weil er sich sehr unsicher war. Ja. Kann ich verstehen, weil ich weiß, dass wir die arabischen Zahlen ja haben. In unserem. Und wenn jemand sich mit Zahlen auskennt? Ja, in Zahlenschreibweise ist die arabische und ich glaube aber, dass das Alphabet das lateinische ist. Also würdest du als Antwort, was nicht dazugehört, das Lateinische das, nehmen? Oder nee, das Arabische. Was nicht dazugehört, ist dann das Arabische. Okay. Carsten, würdest du damit gehen oder hast du noch eine Rückfrage an Roman? Ich würde das weiterleiten. Mit Roman gehe ich Händchen halten bis zum Horizont und noch darüber hinaus. Und der sagt, das arabische Alphabet gehört nicht dazu. Okay. Moni sagt, arabische gehört nicht dazu. Wir sind uns jetzt alle einig hier. Pass auf, er sagt, er geht mit dir Händchen halten bis zum Horizont und Moni neben ihm sagt auch arabisches Alphabet. Also er würde da mitgehen. Also kein Joker mehr, Carsten, sondern du vertraust auf Roman? Ich vertraue. Okay, ich bin Mike Günther Jauch. Ich muss da nochmal nachhaken, ja? Für die Spannung. Wir haben gleich Werbepause. Du weißt, wie das ist. Wir sehen uns gleich wieder. Das Gewinnspiel kommt jetzt. Okay, pass auf. Wir nehmen das arabische Alphabet, Leute. Und es ist richtig! 64.000 Euro! Entschuldigung, mit Roman kann nichts schief gehen. Spitzenklasse erklärt, Roman. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass wir dich anrufen durften und viel Erfolg noch beim Balkon zusammenschrauben der Stühle. Und sag Roman, wenn eine Schraube übrig bleibt, ist das bei Stühlen nicht gut. Ja, und wenn eine Schraube übrig bleibt, ist das nicht gut, soll ich doch von Carsten sagen. Ja, das ist bei den Sachen eben. Okay, nicht. Als Reserve, alles gut. Danke, Roman, mach's gut, schönen Tag dir. Tschüss, gleichfalls. Geil, dass er da mitgemacht hat. Okay, nice. 64.000 Euro, dank Roman Motzkus. Du bist jetzt bei der 125.000 Euro Frage, also noch drei Fragen bis zur Million oder dann hättest du die Million und du hast noch den Chat. Moni, wir sind noch im Rennen, Schatz. So, geht weiter, komm. 200 Zuschauer sind live dabei bei der nächsten Frage und die lautet: Yes. Wer kann auch dem Menschen gefährlich werden? Die Taubenzecke, die Finkenmilbe, Adlerlaus oder Kuckucksmotte? Wer kann dem Menschen gefährlich werden? Taubenzecke, Finkenmilbe, Adlerlaus oder Kuckucksmotte? Das weiß ich, weil ich ja bekanntermaßen sehr oft im Wald unterwegs bin und mache und tue mit meinem werten kleinen Hund und Esel und hast du nicht gesehen. Es ist die Taubenzecke. Ohne Joker? Ohne Joker. Eieiei, du kannst auch aussteigen und wenn es falsch ist, fällt es auf 500 zurück. Nein, es ist alles cool, es ist die Taubenzecke. Das ist richtig. Alter, Carsten, was für Boards of Steel, dass du einfach Taubenzecke nimmst. 500.000 Euro und noch zwei Joker. Schatz, 500.000 Euro und noch zwei Joker. Ich dreh durch. Was Mike nicht weiß, ist, er muss das natürlich auszahlen. Wie viel Merch willst du denn davon gönnen von den Dolphins? Ein komplettes Haus zugekleistert. Ich kaufe mir irgendeinen Spieler. Ja. Tua, du bist jetzt mir. Nächste Frage. Welche Nation holte bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver die meisten Goldmedaillen? Welche Nation holte bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver die meisten Goldmedaillen? A. Deutschland, B. USA, C. Kanada oder D. Norwegen?
Boah, scheiß die Wand an. Also nochmal, du kannst einmal eine Abstimmung im Chat machen oder ich frage jemanden im Chat, ob er es weiß und wenn jemand hier schreit, dann können wir den sprechen lassen. Nochmal. Mach nochmal die Frage. Welche Länder waren dabei? Also Deutschland ist es... Also 2010 Olympische Winterspiele Vancouver. Meisten Goldmedaillen. Goldmedaillen. Deutschland, USA, Kanada, Norwegen. Ich weiß, dass Deutschland mit großer Erwartungshaltung, aber das Skispringen war bekanntermaßen nicht so geil. Und ich weiß tatsächlich, das weiß ich tatsächlich, Kanada. Ohne Joker wieder? Ohne Joker, hau rein. Geil. Ich lese einen gerade im Chat, ich würde Kanada ausschließen. Okay, dann nehmen wir Kanada, Carsten, ja? Ja. Kann auch falsch sein. Ich glaube, es ist richtig! Es ist richtig! Es ist richtig! Oha, Carsten, die Maschine. So, jetzt musst du aber eigentlich die Joker auf jeden Fall nehmen, weil es die Millionen-Euro-Frage. Du bist bei der Millionen-Euro-Frage. Scheiße. Und pass auf. Vielleicht sollte ich wirklich mal zu Günther Jauch. Das einzige Problem ist, wenn ich sitze hier in meinem Lübeck-Cougars-T-Shirt in der Boxershorts am Frühstückstisch. Ich glaube, nur so kannst du, wenn du da entspannt rangehst, dann geht das. Naja, das Problem ist, du sitzt halt auf so einem Hocker. Wenn du so eine Boxershort trägst, kannst du dich falsch positionieren, dann hängt was raus. Aber ansonsten wäre ich dabei mit dem Outfit. Nein, aber ich glaube, es geht nur, wenn du entspannt bist. Okay, ja, also von mir aus kannst du gerne, ich sitze gerne im Publikum. So, die 1-Million-Euro-Frage ist natürlich, Carsten, es ist hier kompletter Zufall, was für Fragen kommen. Eine James-Bond-Frage. Haha! So, der Chat würde sich auf jeden Fall freuen, wenn du zumindest den Chat auch noch dazu befragst. Die Frage lautet, wer verdreht James Bond im Film in tödlicher Mission den Kopf? Ist das, ganz ehrlich, das ist, willst du mich jetzt natzen? Du weißt doch. Ja, du weißt dass, das. Ich seit dem Film in tödlicher Mission, wer das berühmte Cover kennt, das sind wunderschöne Frauenbeine, die leicht, also sie steht... Okay, warte, dann sagst du nicht, Carsten, wir fragen den Chat, mal gucken, ob die das so gut wissen wie du. Wenn du die Antwort weißt, meine ich. Weil das Plakat hängt bei mir. Ja, okay, pass auf, dann warte, ich frag ganz kurz den Chat. Abstimmung, was ist richtig? A, B, C oder D? Sag die Namen nochmal bitte, dann die Namen nochmal sagen. Yes, in der Zwischenzeit können die Leute jetzt abstimmen, was sie glauben. Genau, wer verdreht James Bond im Film Tödlicher Mission den Kopf? A wäre Traudel von Poof oder Poof. Nee, Traudel von Poof sind zwei O. Liesel von Schlaf, Gretel von Penn oder Hänsel von Ratz. Wer verdreht James Bond den Kopf? Traudel von Poof, Liesel von Schlaf, Gretel von Penn, Hänsel von Ratz. Und ich gucke gerade in die Abstimmung und der Chat hätte eine Antwort als Favoriten. Soll ich dir sagen, wen? Oder willst du... Ja? Also 81% oder knapp 80% sagen Liesel von Schlaf. Der Witz ist, das ist einer tatsächlich der geilsten Bond-Filme aller Zeiten. Also ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich, das ist für mich das schönste Cover. Seitdem habe ich irgendwie, mag ich Frauenbeine, also war ich ein kleiner Lütschjung, hab dieses Plakat gesehen und hab gedacht, Alter, wie geil ist das denn? So, er steht, also im Hintergrund steht er, du siehst im Vordergrund die Beine, du siehst so eine, wie heißt denn das Ding? Armbrust, so eine Mini-Armbrust bei ihr in der Hand. Großartig. Also es ist für mich tatsächlich einer der geilsten Bond-Filme, die es gibt. Und ich würde auch jetzt mit der Liesel gehen. Also, weil das geht irgendwie nicht anders. Und die richtige Antwort, also ich logge ein, Liesel von Schlaf. Herr Spengemann, ich gratuliere zu 1 Million Euro. Sie sind virtueller Millionär. Ich bin virtuell, Schatzi, wir können vor dich krachen lassen. Okay, also du holst ja einfach die Millionen und das ist so einfach ein Joker über. Kann ich dir zu diesem Film noch die geilste Geschichte erzählen? Natürlich. Lotus Esprit Turbo kennen wir alle, ja bla bla bla, aber das geilste Auto in diesem Film für mich war eine gelbe Ente. Alter, ey, du hast einfach die Millionen gewonnen. Ja, der Chat gratuliert dir. Alle sagen Wahnsinn, Wahnsinn, Carsten, einfach Wahnsinn. Tars wird jetzt leer geshoppt, schreibt Sven. Ich gehe jetzt einkaufen. Oh, okay, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du Spaß mitgemacht hast. Ja, du auf jeden Fall. Kann ich jetzt wieder frühstücken. Ja, Glückwunsch zu Millionen. Ich gönne mir jetzt Maggi mit Ei. Dann mach Maggi mit Ei. Ich mach jetzt hier weiter essen.
Okay, alles klar. Carsten, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, und halt durch. Wie lange musst du noch? Bis morgen oder wie Bis viele Stunden? morgen, bis morgen 7:30 Uhr. Ich bin seit 4 Stunden live. Oder 8:30 Uhr. Besser. Weil die Zeit umgestellt wird. Ja, ich bin seit 4 Stunden live. Wir haben schon Mario Kart. Heute Nacht wird schon die. Ja, heute Nacht wird die Uhr umgestellt, musst du dran denken. Scheinbar. Okay. Ja. Ja. Schatz, heute Nacht wird die Uhr umgestellt. Okay, Grüße an Moni und Emma und euch ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall, lasst ihn nicht ärgern. Bis dann. Tschüss. Ciao. Du musst bis morgen 8:30 Uhr. Haben wir schon geklärt. Haben wir gesagt? Achso, habe ich nicht gehört. Kommt hier rein, muss bis 8:30 Uhr. So, ich muss kurz auf Toilette. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit könnt ihr gerne noch eine schnelle Runde spielen. Yay! Ihr könnt auch gerne zusammen spielen. Auf geht's. Ich mache 2 Minuten Break. Froni und Lugi und Team Chat.